Dankeschön, Dankeschön. Genug sind seine kaputt, bevor wir in der Pause angelangt sind. Einen wunderschönen guten Abend meinerseits. Ich glaube, ich brauche mich gar nicht so groß vorstellen, weil wir sind heute so unter uns. Für die wenigen, die da sind und mich nicht kennen, mein Name ist ganz einfach Christine. Ja, jetzt kommen wir in diese altbewährte Frage, die man uns stellt, ob Mann oder Frau, wer weiß das so ganz genau, mittlerweile weiß ich selber nicht mehr so genau. Aber wenn ich mich so hier umsehe, sind einige da, denen es genauso geht, nicht wahr? Guten Abend. Nein, ich möchte mich jetzt auch gar nicht allzu lange verplaudern, weil wir haben ein ganz tolles Programm vorbereitet und es geht ja heute nicht um uns oder um mich, sondern um Petra zu ihrem 50-jährigen Bühnenjubiläum. Das ist sehr, sehr viele Jahre her und da war ich noch so ein bisschen anders als jetzt, also es hat ein bisschen was gefehlt und habe damals, ja auf gut Deutsch, ich bin bei Petra Doreen in die Travestieschule gegangen. Also alles, was ich so gelernt habe, hat sie mir beigebracht und ich bin heute der Meinung, würde es eine Travestieschule geben, dann könnte nur Petra sie eröffnet haben, gell? Ich denke, es sind einige Künstler, die viel von mir gelernt haben. Und ich muss mich auch an dieser Stelle, Petra, sie ist Jahrzehnten, aber ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich bedanken für damals. Du weißt schon, was ich meine, weil ohne Petra würde ich heute nicht so dastehen, wie ich jetzt dastehe und bin sehr, sehr glücklich drum. Weil ich hatte damals auch andere Flausen im Kopf und Petra hat mir sehr, sehr viel geholfen und dafür danke ich dir ganz herzlich, Petra. Danke. So, weil wir auch bei dem Thema jetzt sind, was meine Person betrifft, ich muss sagen, wer schreibt eigentlich vor, dass es nur Mann und Frau gibt? Ich sage, ich bin das dazwischen und das ist gut so, wichtig ist, man ist glücklich. Und Petra hat damals einen ganz tollen Song mir gegeben, den früher mal Manuela Riva gesungen hat, heute singe ich ihn und bin sehr glücklich drüber. Die Stimme ist nicht gerade die beste, aber es kommt von Herzen, das hört ihr euch mal an. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung im Laufe des Abends. Dankeschön.